Hallo, schön, dass ihr da seid und willkommen zurück zu Elden Ring. Ich habe mega viel Spaß bisher, den ersten größeren Boss besiegt und stehe vor der Burg. Gestern noch probiert, hier durchs Haupttor reinzulaufen. Das ist mehr oder weniger gut gelaufen, würde ich sagen. Es hat zwischendurch mal so ein bisschen funktioniert. Aber ich habe das Gefühl, ich sollte vielleicht den Nebeneingang nehmen. Ich werde nochmal den Nebeneingang versuchen. Ich glaube, es steht mittlerweile 5:0 für den Ritter. Bist in deiner dritten Reise nicht durchgekommen? Da durchs Haupttor, hast du es probiert oder wie? Also, ich finde, ich kann ja nochmal, wir machen das nochmal, wie ich es gestern geschafft hatte. Schön hier am Rand, dann schießt nämlich nur eine Balliste auf dich. Hoppla. Ah! So viel dazu. Aber es schießt dann nur eine. Und gestern habe ich es geschafft, im richtigen Moment zu rollen. Und dann bis an die Ballisten ranzukommen. Also ich bin dann links hoch und konnte alle bis auf eine Balliste kaputt machen. Und dann kamen da aber so viele kleine Mobs noch hinterher, dass ich dann doch... Ah, warte, ich kann ja hier... nee, so. Dahin. So, diesmal warten wir, bis der da oben sich wieder umdreht. Es hat zwar gestern immer gut funktioniert, aber ich muss es ja nicht drauf anlegen. Hey, Paul. No, jetzt hat er es doch. Nee. Es fängt gut an heute. Fängt ja gut an heute. Okay. Ist grad wurscht, dann kann ich auch den tröten lassen, würde ich sagen. Oh oh. Ach, komm. Jetzt hat. Geht doch. Warum denn so kompliziert hier? So, und jetzt kommen wir zu dem guten Ritter, der mich gestern sehr häufig ein bisschen aufgehalten hat. Schauen wir mal, ob es heute besser läuft. Ich werde es mehr mit Ausweichen probieren, denke ich. Boah. Nee, ach, das ist unglaublich. Ich krieg diesen Ritter nicht tot. Es fängt wirklich gut an heute, hä? Was zum Teufel?
Oh, jetzt wäre ich fast selber runtergefallen. Eieiei. Okay. Glaube, der Ritter wird vielleicht oder da drin wird irgendwo der Schlüssel sein, dass ich da unten durchkomme, ist so meine Vermutung. Wobei, warte mal, da oben ist ja auch noch Zeug. Kann ich vielleicht außenrum, kann ich das einfach ignorieren hier? Wobei da eine Kiste ist und da ist auch. Ah ne, andersrum, so. Ah! Wow! Ach komm, ey. Ich krieg ihn nicht tot. Das gibt's doch nicht. Ich war gerade an diesem dämlichen Ritter. Deswegen bin ich gestern durchs Haupttor, weil dieser Ritter mich einfach ganz anders snackt. Ich werde jetzt noch mal schauen, ob ich da überhaupt lang muss. Ne, hier geht's nämlich noch höher. Dann bin ich gestern doch, dann ist das doch hier der richtige Weg. Ja, gut, schade, dann. Nee, hier bin ich jetzt bei dem. Mir scheint, ich muss an diesem Ritter vorbei. Gibt's doch gar nicht. Könnt natürlich auch versuchen zu looten und zu laufen. Looten und abhauen.
Aha. Schlüssel. Tschüss, Ritter. Wow. Na bitte. Ohne den Ritter. Der droppt bestimmt irgendwas Cooles oder so. Oder in der Kiste. Da war noch eine Kiste in dem Raum. Aber ich kriege ihn halt nicht tot. Was soll ich machen? Fortschritt. Ah. Euer Fett. Du sagst Feuerschaden auf der Waffe. Okay, nice. Jetzt wäre ich hier fast einfach losgerannt. Oh, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Und hab mich trotzdem erschrocken. Silberner Federtierfuß. Erhöht kurz die Objektentdeckung. Okay. Robchance ist das, habe ich schon irgendwie rausgehört. Ein Pilz. Das ist schon auch eine geile Burg hier, ne? Das ganze Spiel ist stark. Hätte ja sein können, dass da was ist. Hellebarde. Ah, das war wichtig. Gut. Da habe ich jetzt gesehen, wie ich parieren muss. Was ist das hier? Ein fetter Aufzug, der irgendwo ins Nirgendwo geht. Ich versuche da gerade runter zu gucken, aber... Wow, der geht wirklich weit runter. Kann ich den hier aktivieren? Irgendwo? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Ah, hier. Bewegt sich nicht. Danke. Thank you.
Der mit seinem Bogen ist nervig. Oder Armbrust oder was er auch immer hat. Miedestein. Schmiedesteine sind schon auch wichtig. Das war das Upgrade-Material, ne? Okay. Will hier noch kurz nach dem Aufzug schauen. Ah, aber zu dem komme ich jetzt nicht so easy rüber. Ja, okay, scheiß drauf. Das ist so eine richtige, das ist so eine Stelle, wenn ich da jetzt versuche, rüberzukommen, dann schießt er mit seiner Armbrust auf mich und dann falle ich runter. Genau das wird passieren. Steht er da im Dunkeln? Hi. Nee. Nicht gut. Verflucht. Nee. Och Mann. Boah. Das ist voll weit. Erst machen sie dir an jeder Ecke so ein Ding hin. Und dann auf einmal keins mehr. Uff. Mein Gott. Ach, Nervbolzen. Die Ecke da ist mies mit diesen drei. Glassplitter. Geht halt echt voll weit hier nach oben jetzt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Vor allem mit dem Hellebardenritter. Den ich ja jetzt auch erstmal geht der ganz raus? Nee, okay, so ist gut. Ich könnte mich auch vorbeischleichen, aber irgendwie habe ich Bock, ihn zu killen. Thank you.
Mist. Alter, was zum Teufel können eure Waffen? Mein Gott. Jetzt habe ich schon keine Heilung mehr. Wieso? Da unten ist die Tür offen. Wo müsste ich denn dahin, dass ich da unten reinkomme? Ah, das ist bestimmt irgendeine coole Abkürzung hier, weil das ist wirklich... Muss ich mir, ich werde wahrscheinlich eh drauf gehen. Jetzt holen wir erstmal die... Oh, warte mal. Hier war ich noch gar nicht. Das muss ich mir auch noch angucken. Ah. Er blockiert genau da den Eingang, ne? Hör auf, mit deinem Schild zu hauen jetzt. Ich will ja nur schnell mein Loot zurück, weil es sind halt doch 2000 irgendwas. Und jetzt rennen wir mal schnell, mal gucken, wie weit sie mir folgen. Ich hoffe nicht bis darunter. Dann gucke ich mich hier jetzt mal kurz um. Ah. Ich bin doch ein Trottel. Sehr gut. So. Oh, da sind die Adler. Wo will ich denn überhaupt hin? Wo muss ich hin? Irgendwo hier soll einer sitzen. Oh. Im Baum? Beim Baum? Irgendwo hier soll einer sitzen, der einen Splitter vom Elden Ring hat. Jetzt habe ich übrigens konstant 60 FPS. Da hatte ich gestern Probleme mit. Ich sehe mal hier jetzt keine Bosstür, aber ich vermute, hier geht's weiter. Thorsten, grüß dich, hi. Schön, dass ihr alle am Start seid, ey. Gerät bewegt sich nicht. Ach, Schweinerei. Wo ist denn das? Naja. Na gut, dann kämpfen wir jetzt gegen Adler. Die sind ziemlich assi. Boah, der hat ein Fass dabei. Der hatte einfach ein Fass dabei. Glaubst du ja nicht. Boah. Du bist eine Ratte, ey. Oh, und der nächste. Oh. Mein Gott. Die sind mies. Miese, fiese Fliegeviecher.
Natürlich. Alter. Ich bin doch hier bei der Gnade. Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Alter, als ob es mich trifft. Kommen einfach zwei Vögel. Es kommen einfach zwei. Wo ist der andere? Da. Ach so, du meinst, weil ich, ja, ich krieg die, das sind richtig fiese Scheiß-Bastard-Viecher, ey. Boah. Die sind schlimmer als die Hunde aus Dark Souls. Absolut, ja. Da bin ich bei dir. Bei euch. Ihr scheint die alle nicht so. Das Design ist der Hammer, ja. Also, aber ihr scheint die ja alle nicht so geil zu finden. Dass er nicht an der Explosion stirbt. Ich will den Loot da hinten haben. Komm jetzt her. Geht doch. Ja, ich bin gestern, habe ich die in der Entfernung gesehen und habe gesehen, die liegen in Ketten und habe die Füße nicht gesehen und habe gedacht, hä, die liegen in Ketten? Oh, das sind aber, das sind ja tolle, schöne Adler, die will ich befreien, dachte ich mir. Bis ich einen fliegen sehen habe und der mich angegriffen hat. Danach wollte ich die nicht mehr befreien. Geht hier irgendwas? Nee. Oh nee, du bist so einer mit Schwert. Dich habe ich nicht gekriegt vorhin. Mit dir hatte ich die größten Probleme. Da unten ist ein Bosseingang. Wo bin ich überhaupt? Wo ist hier in der Theorie? Der Dorfeingang. In der Hölle. Ja, das steht außer Frage. Ich frage mich nur, in welchem Teil der Hölle. Im einfachsten Teil. Okay.
ist das? Da hängt was von der Decke. Was bist du denn? Ah, du bist die besagte Spinne. Von dessen die gute Dame ein Teil werden wollte. Was zum Teufel? Wie kann man denken, dass das eine gute Idee ist? Verdrehte Welt hier. Ganz, ganz seltsam. Da trifft man eine, die brabbelt dich voll, dass sie ein Teil der Spinne werden will. Und dann sieht man die Spinne. What the fuck? Und ey, zum Teufel, das ist ja schlimmer als im Schloss Bran. Zu den Zeiten von Vlad, dem Pfähler. Auch bekannt als Dracula. Bin ja versucht, herunter zu hüpfen. Was hat der für eine Waffe? Eine Hellebarde. Mit Hellebarden komme ich klar. Wie viele Leben? Dings habe ich noch 2. Sagte er und wird aufgespießt. What the fuck? Nee, nicht nochmal, nicht nochmal. Ey. Alter. Okay. Ja, er lebt noch. Loot. Wenn das jetzt eine Mimika gewesen wäre, ne? Leier des Imitators. Was? Imitiert Objekte in der Nähe. Okay, scheiße, ich habe kein Leben mehr. Oh Gott, nee, sorry. Ich bring jetzt halt meinen Loot ein bisschen weiter hier raus. Wie heißt er denn nochmal ganz? Vlad der Pfähler, der ganze Name. Von dem, von Graf Dracula. Also Dracula ist, glaube ich, der ausgedachte Name. Der hieß Vlad. Irgendwas. Vlad. Bin jetzt die ganze Zeit am Überlegen. Jetzt muss ich es, glaube ich, gleich erstmal nachgucken. Och nee, ich muss ja jetzt durch die Geier wieder durch. Gibt's ja auch einen anderen Weg? Vielleicht schaffe ich es mit Rennen. Hinter mir explodiert einfach alles. Kommt ihr hier rein? Wow! Alter! Die Kamera, ne? Weißt du was? Nein! Kein Fallschaden, lul. Oh mein Gott, in Dark Souls wäre das mein Tod gewesen.
Ah, okay, das bringt hier echt gar nichts. So, jetzt nochmal zu unserem Hellebardenfreund. Vlad Dracul, doch so hieß er, okay. Ja, stimmt, das kommt mir, ja. Der Pfähler. Ich war mal in dem seinem Schloss. Ups, sorry. Du hast leider zu früh geguckt, ich hatte eine Überraschung für dich. Alter, was ist mit denen? Ey, ohne Scheiß. Ach, weil... Also so 100% haben sie es immer noch nicht raus mit dem Anvisieren, ne? Ich weiß nicht, warum ich ihn jetzt aus dem Fokus verloren hatte. Ich hatte nicht auf den Stick gedrückt. Ich keine Ahnung, warum ich da jetzt den Fokus verloren hatte. Das war seltsam. Sehr, sehr seltsam. Ach, jetzt kann ich nicht vorbeirennen. Jetzt treffen mich natürlich alle Fässer. Oh Gott, gerade eben konnte ich einfach vorbeirennen. Jetzt treffen mich die Fässer, ey, du glaubst es nicht. Liegt hier Loot? Nö. Lass mich nur kurz meinen Scheiß holen, bitte. Und jetzt gucke ich mich mal ein bisschen woanders um hier. Hab gerade kurz überlegt, ob ich zu den Hundis runterspringe, weil das sah nämlich so aus, als würde der Weg dann zu den... Ja, das ist ja geil. Oh, wo geht's denn hier lang? Aufs Dach. Wo ist denn der Haupteingang immer noch? Da unten, das ist der Haupteingang. Das ist schon eine geile Burg hier, ne? Richtig cool. Ja genau, da zu den Hundis, dann da unten durch... Da müsste ich doch eigentlich Richtung diesem Boss, der Bosseingangstür kommen, die ich da gesehen habe. Ja, so viele Wege und Möglichkeiten, das ist echt der Hammer. Warum ist hier eine Leiter einfach, da komme ich doch nicht weiter irgendwo, oder habe ich mich gerade, habe ich es einfach nicht gesehen, wo es hier weitergeht. Ich hätte natürlich gerne eine Gnade, die näher dran ist am Boss. Oder zumindest an einem der Bosse. Das ist ja die Spinne da unten. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich nicht der Boss, das... der Hauptboss sein, der jetzt den Eldenring-Splitter hat. Ja, da ist der Haupteingang, genau. Ich sehe leider keine Gnade.
Soll ich mal versuchen, da weiterzulaufen? Oder soll ich mal da hinten runterspringen? Ich weiß es nicht. Ich springe jetzt da hinten mal runter. Da ist noch ein Loot. Goldener Federtierfuß. Was machen die nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Ah, Runenausbeute. Okay. Wenn man ein bisschen farmen will. Hallo Hundis! Ihr seid ganz schön mächtige Hundis. Bin minimal überrascht. Klumpen Fleisch. Andenken der Puppen. Ne, das wurde als Schlüssel angezeigt, ne? Auf rotem Samt gebettete Brosche. Muss ich das der guten Dame geben, die mir die Qualle gegeben hat? Lol, die Spinne ist gar nicht der Boss. Wo ist denn der Bosseingang? Hier war doch irgendwo eine Boss-Tür. Hebel. Ah, komme ich hier zur Gnade? Bitte, bitte. Ja, sehr gut. So, Spinne. Kämpfen wir mal gegen dich. Hier ist ja sonst nichts anderes, oder? Ah, du bist gar kein Boss. Du bist einfach nur so ein Mob. Wow, ihr könnt alle irgendwelche Wirbelsturmangriffe. Mann, ey, Leute. Irgendwann ist ja dann auch mal wieder gut. Ja, manchmal triggert. Da, warte, die Boss-Tür. Spin to win. Die Boss-Tür, kann ich dir jetzt nochmal zeigen? Die kann ich dir von hier aus nicht nochmal schnell zeigen. Doch, glaube ich, warte. Direkt hier unter mir. Warte, sieht man's? That is your Beyblade. Guck, von hier kannst du es sehen. Da unten. Da ist eine Boss-Tür. Da vorne. Ja, ist gut. Ach, scheiße. Ja, es waren eh nicht so viele Seelen. 1000 irgendwas, glaube ich. Siehst du nicht? Was? Nein, die... Ach. Vielleicht komme ich näher ran. Aber auf Spin to Win, Beyblade, Spinnentier habe ich echt keinen Bock, ey. Wir looten dem sein Blödsinn weg und hauen ab. Eine Axt. Was geht da? Ah, ist das der Weg zu dem
zu dem anderen, zu dem Hellebardenboy. Vermute ich mal. Besseres Fleisch. Wie er sich erschrocken hat. Da war so eine Nebeltür. So eine Boss-Nebeltür. War jetzt hier im Dunkeln sonst nix? Ist das nur so ein... Okay. Oh nee, was ist denn das jetzt hier? Ist ja wohl ein schlechter Witz. Da kann ich halt nicht rausgehen. Gartenparty, ja. Hä? Mami, wo soll ich hin? Dunkelschmiedestein. Ach, guck mal da. Wie wär's hiermit? Wie? Oh. Steinschwertschlüssel. Oh, ich probiere den hier. Ich habe ja einen gefunden. Das ist wahrscheinlich gar kein Boss, sondern einfach nur eine Tür, die ich hier... Verstehe, warum du gesagt hast, welche Boss-Tür. Das war keine... Ja, hallo? Warum musst du mir das noch weiter anzeigen? Ah, hier sind Nebel nicht immer gleich Boss-Türen. Ja, okay. Eisernes Schleifmesser. Das sind Looträume. Misericordia. Holzschild mit Falkenwappen. Misericordia. Das war eine Waffe. Ein Dolch. Ah, genau, und die Axt. Die Farbe sagt alles. Die Farbe? Welche Farbe? Ah, die Farbe sagt das. Okay, gut zu wissen. Ah, du bist hinüber, ne? Ja, das ist jetzt doof. Blödes Spinnentier. Ja, danach sieht's aus gerade. Bin aber nicht so der Gartenparty-Freund. Ich mag's, ich hab lieber so Kellerpartys. Scheiße, Mann.
Da kann ich doch nicht rausgehen. Da sterbe ich doch 100 Mal, bis ich irgendwo ankomme. Kuckuck. Nee? Oh, der erste schießt schon auf mich. Kuckuck. Kuckuck. Ihr habt nichts gesehen. Kellerparty. Oh. Ist das ein Bossnebel? Ratten. Ich hasse Ratten. Ah nee, das ist auch so ein... Nicht einklemmen hier jetzt. Bitte nicht. Oh nee, jetzt sehen die hinten mich. Ach, verdammte Axt. Okay, das ist auch ein Lootraum. Shit. Oder ein Durchgang oder keine Ahnung. Boah. Ich glaube, ich hatte wieder nicht viele Seelen, ne? Runen. Runen? Ich glaube, Runen. Kuckuck. Brandpfeile, okay. Wo schießt einer? Kommt ihr jetzt oder kommt ihr nicht? Ihr scheint das Interesse verloren zu haben. Es waren nur 300. Es hat sich jetzt nicht gelohnt, darunter zu rennen. Ha, da steht auch so ein Dicker. Oje, oje. Wäre ich ja dankbar, wenn ihr hochkommen würdet. Aber ihr wollt nicht hochkommen, ne? Doch, guck mal, er kommt. Jetzt kommen sie. Nee? Immer noch nicht? Jetzt vielleicht? Hallo? Uah. Mein Gott!
Na, ihr kommt jetzt nicht hier hoch, ne? Weil ihr mich da irgendwie so halb sehen könnt. Aber nicht checkt, dass ihr mich nicht treffen könnt. Na doch, der eine kommt zumindest in meine Richtung. Okay. Das interessiert die gar nicht teilweise hier. Bin euch egal, ne? Nehme ich natürlich gerne mit. Du? Bewirfst du mich etwa mit Scheiß? Mir scheint, ihr habt irgendwas Wichtigeres, was ihr bewacht. Was ist denn hier los? Viel zu viel Schaden genommen. Wow, okay. Nee. Kann ich das Ding eigentlich erst selber auch bedienen? Nö, schade. Das ist schade. Ein bisschen mies. Minimal. Warum ist die Kapelle? Oh ne. Ich habe keinen Schimmer. Gemälde, Prophezeiung. Erinnert an das Gemälde Prophezeiung, untersuchen mit X. Das Werk eines reisenden Künstlers. Es heißt, dieser Maler habe Landschaften verewigt, die Sterbende in den letzten Augenblicken sahen, bevor der Tod sie umarmte. Die Seele des Malers und die Spuren seiner letzten Momente kann man heute noch entdecken, wenn man den abgebildeten Ort besucht. Ah ja.
Okay, das heißt, da kann ich irgendwie, das oben ist doch Sturmwind und das hier ist so ein Wasserfall. Also wenn ich einen Wasserfall finde, mit dahinter Sturmwind. Nee, ich soll den abgebildeten Ort besuchen. Also das, was zu sehen ist. Ja, aber da bin ich doch in Sturmwind. Oder ist das der Wasserfall hier vorne gemeint? Wahrscheinlich der, vielleicht der Wasserfall. Ach so, wir drei haben jetzt ein Problem. Ich habe nämlich keine Heilung mehr. Und ich muss an dir vorbei. Na, perfekt. Passt doch. Da sitzt ein Vogel. Da hinten ist eine Gnade, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ah, oh, geil. Sehr gut. Ah, oh, super. Erst so, warum willst du da runter? Naja. Ich weiß auch nicht. Ich weiß ja nicht mal, wo es lang geht. Ich suche immer noch irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ich irre in diesem Schloss umher und weiß nicht, wo ich hin soll. Sagt mir ja keiner. Was seid ihr denn? Laufende Töpfe. Und was tut hier so? Ah, das tut so. Da hinten ist noch eine Gnade. Ja, zum Boss, ist doch klar. Ja. Sturmrufer. Ach, guck mal an. Jetzt habe ich das Ding bekommen, was die immer gemacht haben. Nice. Oh! Lull. Gut, nehme ich. Bist du ein hässlicher? Nee. Nee, okay, du bist die Spinne. Der sieht nicht so arg spinnenmäßig aus. Godrick der Verpflanzte. Ah, so eine Sprungattacke, weiß ich nicht, ob ich die parieren könnte. Okay.
Wow, okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Nee. Zu viel zu früh. Oh, okay, da muss ich ein bisschen reinkommen. Also ich war ja eigentlich davon ausgegangen, dass ich noch ein bisschen in der Burg hier suchen muss. Auf einmal stehe ich vor der Bosstür. Was ist er denn? Auch nicht schlecht. Das kann ja was werden, ja. Das dauert noch einen Moment. Dauert auf jeden Fall noch einen Moment. Der Cracky? Warum denn Cracky? Gut. Was, welcher Moment ist denn hier der falsche? Wenn der nicht konsumiert, dann weiß ich auch nicht. Nee. Ach, das kommt so spät. Nee, auch nicht. Sobald ich einmal sein Timing habe, das Timing für die Waffe habe, dann wird's gehen. Aber ich muss erst das Timing für die Waffe finden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe bisher die Äxte, glaube ich, nicht pariert. Auch die großen Äxte nicht. Ich muss da das Timing finden. Da habe ich null Übung gerade gegen die Waffe. Das ist jetzt einfach ein bisschen rumprobieren. Komisch. Wieder zu früh, glaube ich. Ich glaube, ich muss viel, viel später drücken. Habe ich später gedrückt, das war zu spät. Muss ich früher drücken? Nee, früher kann nicht sein.
Also das ging auf jeden Fall aufs Schild. Das ging auch wieder aufs Schild. Gut, dann kann ich den Sprungangriff nicht parieren. Zu früh, zu früh, zu früh, viel zu früh. Und dann kommen natürlich auch gleich drei, vier, ne? Das war, also den kann ich glaube ich auch nicht parieren. Der war auch getroffen. Ach. Den kann ich 100 pro parieren und den wahrscheinlich auch. Da brauche ich nur das richtige Timing. Da bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob ich ein Erdbeben parieren kann, weiß ich nicht. Also gut, ich glaube, das mit dem Parieren ist bei ihm... Ich weiß nicht, ich finde das Timing nicht. Ich finde das Timing gerade nicht. Ich will es noch zwei, dreimal probieren, aber... Mist, zu früh gerollt. Ich glaube, ich kann seine Waffe nicht parieren. Kann mir das einer... Also, oder, ja, keine Ahnung. Ich habe nicht das Gefühl, dass es geht. Aber 99% der Waffen sollen parierbar sein. Also eigentlich muss das doch dann gehen. Oder hat er vielleicht auch nur einen Angriff, den ich parieren kann? Und bisher bin ich immer auf die... Okay, Kriegsgebrüll.
Okay. Er wird also auch böse, wenn man ihn ein paar Mal trifft. Viele andere haben es nach Stunden nicht geschafft, ihn zu parieren. Okay, alles klar. Passt. Okay. Kriegsgebrüll, weiß ich jetzt nicht. Er und die Waffe zu groß, ist so die Vermutung. Okay. Probier mal was mit dem Schwert, was bei dem anderen Boss sehr, sehr gut funktioniert hat. Teste ich hier mal aus. Das geht also auch bei ihm. Sehr gut. Oh, dass das getroffen hat, war jetzt aber seltsam. Was passiert? Was passiert? Er hackt sich den Arm ab. What the fuck? Scheiße. Truest of dragons. Lend me thy strength. Wieso lasse ich ihn das tun? Wieso gebe ich ihm die Zeit, das zu tun? The fuck? Er hat einen Drachenkopf. Heiliger, oh, Drachenkopf. Ist das geil? Oh mein Gott. Das ist ja gigantisch geil. Oh, okay. Das ist ja der absolute Hammer. Alles klar, let's go. Na, ah, der kommt so spät, ey. Das ist so krass. Oh, der kommt auch spät, okay. Hab schon zu viel saufen müssen, aber ich muss ein bisschen die erste Phase anders üben. Das war vorhin,
Vorhin habe ich mit der Schwertfähigkeit, aber die Schwertfähigkeit brauche ich auf jeden Fall für die zweite Phase, denke ich. Deswegen. Muss ich's so probieren. Okay. Ach Mann. Okay, auf den Schritt, auf den zweiten Schritt kommt der Schlag bei diesem langen über seine linke Schulter. Beim zweiten Auftreten. Das heißt, ich muss sobald, kurz vorher, kurz bevor das zweite Auftreten kommt, muss ich die Ausweichrolle machen. Schnauze! Ja, sobald ich die zweite Phase wird dann einfach mit der Fähigkeit, glaube ich. So war es bei dem anderen Boss gestern auch. Die Fähigkeit von dem Schwert ist einfach gigantisch gut. Das jetzt nicht getroffen hat, ist natürlich minimal ärgerlich. Ach, da kommen ja zwei, drei kommen da. What? Ah, das Homing-Zeug. Auch in Elden Ring bleibt man nicht verschont von dem Magneten in seinem Hintern. Leider, leider. Aber ja. So ist es. Ach, da kommen ja drei, ey. Ich will immer nach dem ersten schon. Also nach den ersten, was sind das, nach dem ersten Sechstel, Achtel Leben oder so, macht er einmal diesen weiten, großen Schwinger mit all seinem Gedönse.
Ach so, diesmal anders, okay. Ich hämmer aber auch auf Ausweichen, sobald er damit anfängt, und dann trifft er mich und dann kann man nicht mehr ausweichen, weil, ja, Stunt. Dass diese Attacke mich gerade jedes Mal killt, ist schmerzhaft. Schmerzhaft. Ach, fuck off. Ach, Mann, ey. Dass er das dann auch noch mal machen muss. Die einzige Attacke, die mich trifft, so richtig trifft und killt. Wusch, 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 wusch. Noch ein Treffer. Und noch ein Schwung und noch ein Schwung. Nervig. Mist. Nicht auf seinen Fuß geachtet. Ich wollte einen aufgeladenen Angriff machen. Das hat nicht funktioniert. Bringt, glaube ich, auch gar nicht so viel, ob ich jetzt den aufgeladenen mache oder zweimal normal zuhau. 143. Noch der dritte, jawohl. Und einen aufgeladenen macht 150. Ja, 7 der Schaden mehr, also. Dann mache ich lieber den kleinen und habe einen sicheren Hit. Oh, das ist auch noch Homing.
Ach so. Es reicht ja nicht, dass du eine Fernkampfattacke kannst. Nee, die muss auch noch Homing sein. Ja, und ich roll rein in seinen Fernkampfblödsinn. Aber wie es mich verfolgt hat. Einfach den Drift zur Seite gemacht und hinter mir her, ey. Und erneut. Godric der Verpflanzte. Wie ich es auch immer noch ignoriere, dass er mich dreimal trippt an der Stelle. Warum weiche ich da nicht einfach nach hinten aus, anstatt zur Seite? So, jetzt müsste ja eigentlich wieder dein... Jetzt kommt's. Dein großer Unsinn. Das ist natürlich saublöd, wenn ich da voll in die Ecke gedrängt bin. Auf Treppen kämpfen ist auch immer so ein Scheiß, ey, dass diese Arena Treppen haben muss. Ach so, ja, die Homing Missiles sind auch wieder am Start. Klar, habe ich ganz vergessen. Ja, komm, wir sterben. Hat keinen Wert. Lol. Geh ich sterben, hat keinen Wert, mit einem HP. Schade, dass man den nicht parieren kann. Ja, ich hab's mir schon fast gedacht, nachdem ich den richtigen Zeitpunkt 2-3 Mal getroffen hatte. Man sieht das ja auch und hört es, dass die Waffe das Schild, den Schild trifft. Ach, ich weich immer noch. Ja, komm, ey. Alle 3 Hits. Und ein 4. Die Arena ist aber auch echt ein bisschen scheiße, ne? Wie bitte? Der scheiß Sturmdinger dreht auch noch um und kommt von hinten? Du willst mich doch trollen! Das ist ja wohl, also... Irgendwo hört's ja dann auch mal wieder auf, ey. Also das war ja wohl jetzt wirklich nicht nötig, dass diese Sturmdinger auch noch umdrehen und mich treffen. Wo kommt das denn her?
Wenn ich doch schon ausgewichen bin, muss der Scheiß doch auch nicht von hinten kommen. Mann! Ein dritter. Nochmal, echt jetzt? Jetzt hört er nicht mehr auf damit! Jetzt hört er nicht mehr auf damit! Weil das Spiel gemerkt hat, dass der Rest nichts mehr bringt! Kommt er jetzt mit dem Scheiß? Dreimal hintereinander! Ey, guck mal, ey. Jetzt muss er den schon wieder auspacken, ne? Das ist eine Scheißattacke, ganz ehrlich. Ach, ich habe ja nichts mehr zu saufen. Ich glaube, ich muss ein bisschen zumindest... ein bisschen mit der Fähigkeit des Schwerts rangehen. Oh, warte mal, ich bin doch ein Depp. Oh mein Gott. Ich habe ja ganz vergessen, dass ich das kann. So, jetzt. Mein Gott. Jetzt komm mal her.
das aber auch alles davon trifft. Ey, und das... Ach, komm, ey. Ja, das ist jetzt ein anderes Kämpfen, was ich hier mache, als eben, aber... Ich darf mich halt nicht treffen lassen. Wenn er mich trifft, dann habe ich zu wenig Zeit zwischen meinen... zu viel Zeit zwischen meinen Angriffen. Und wenn ich zu viel Zeit zwischen meinen Angriffen habe, dann kommt er nicht in den Stun rein. Und den Stun brauche ich, um ihn schneller zu killen. So, let's go. Ich habe gerade versucht, zu oft zu viel Schaden zu machen. Das ärgert ihn aber schon direkt, dass ich da so viel Damage rausknall. Weil da fängt er sofort mit seinem Zeug an. Da fängt er sofort an, ganz anders zu sein, sobald ich das mache. Gleich mit dem, dass ich bloß nicht hinkomme. Ja, wieder alle drei. Wieder alle drei. Ah, dieses Timing, ey. Mist, ich hätte einfach durchziehen sollen. Dann hätte er den gar nicht machen können. Ey, komm, nein, was? Oh, warum da auch immer das jetzt nicht geklappt hat. Den hat er bisher eigentlich auch nicht gemacht, ne? Das ist auch neu. Ach so. Kann ich ihm da Schaden machen, wenn er das macht? Wahrscheinlich, ne? Ein bisschen. Okay, wie viel füllst du auf? Alles. Das ist nice. Ja, dadurch stirbt er jetzt. Ich weiß jetzt, was zu tun ist. Ich bin ja bescheuert. Warum bin ich nicht schon früher auf die Idee gekommen, dass ich ja diesen Mana-Trank saufen kann? Dadurch wird das alles hier ja... Fokus-Punkte-Trank saufen kann.
das ärgert ihn richtig. Nein! Weil hier Zeug rumsteht in der Arena. Ey, kann das... Das wäre ist doch... Ah, dämliche Grabsteine. Bzzz. Ich weiß gar nicht. Wie lange mache ich jetzt schon an dem rum? Keine Ahnung. Gar nicht so lang eigentlich, ne? Das ist voll okay. Aber es ist immer irgendwas anderes. Aber jetzt habe ich ja einen Plan. Diese Homing-Scheiße, ey, ich hasse es wie die Pest. Ja, das macht ihm, glaub ich, keinen Schaden. Kann das sein? Ach komm, ey. Das geht ja mal gar nicht klar. Das geht gar nicht klar, was gerade passiert ist. Ah, das ist natürlich mit dem Drachenarm jetzt noch beschissener. Wie soll ich denn dem Feuer ausweichen, wenn er das einmal durch die ganze Arena macht und er sich aber so mit mir mitdreht, dass ich nicht auf ihn zulaufen kann, mein Spawnpunkt so weit weg ist, obwohl wir eigentlich ganz nah an dem Drachen standen, alle beide, als ich ihn darunter gepult habe. Minimal unfair. Ja, treffen mich wieder alle drei. Gesundheit. Wieso Gesundheit? Hallo? Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass... Also... Scheiße. Das war's. Brauche ich gar nicht weitermachen. Keine Heilung mehr. Mist, ey. War schon wieder dumm. Das war richtig kacke. Das war richtig kacke. Kann ich schon wieder aufhören mit dem Versuch.
Ey, ach, und dann zieht der Kritische nicht rein. Schon keine Heilung mehr. So, hier, warum spawne ich so weit, genau so weit weg, dass er anfangen kann mit seiner Brutzelei und ich nicht mehr an ihm... Doch, ich komme noch an ihm vorbei, okay. Sehr gut. Naja, immerhin. Nichts gesehen. Also man muss sofort losrennen, dann schafft man es noch. Ach, ja. Und nochmal. Hallo, ausweichen, dreimal drücken, nicht einmal reagieren. Ach, wunderbar. Ah, wie weit jetzt diese Reichweite von dem Scheiß ist, Mann. Nee. Nee, einfach nicht geil. Ach komm. Mach noch einen 360 draus. Ja klar. Und dein Feuer geht nach hinten, obwohl du nach vorne zielst. Ey, das irgendwann ist doch auch mal echt gut jetzt. Ah, Mann, ey. Er 360 sich da einen zurecht. Ich wusste schon, warum ich diese dumme Spinne, als ich den Beyblade gesehen habe, da hatte ich sofort keinen Bock mehr drauf, ey. Ja, man könnte, wenn man an einem Gegner hängt, in die Open World gehen. Das stimmt absolut richtig. Aber da kickt einfach bei mir so hart der Ehrgeiz auch. Nee, nicht gut. Scheiß. Blöde. Umgebung. Warum müssen da Grabsteine stehen, verdammt? Oh, das hat nicht getroffen. Stehen die scheiß Grabsteine im Weg? Alles andere kann man kaputt rollen, aber diesen behinderten Grabstein nicht.
Mann, ey. Kann ich die kaputt hauen wenigstens? Nee, auch nicht. Er kann. Ja, seine Axt ist groß genug. Hallo, Crit. Ja, ist ja gut. Hallo, Kritin. Danke. Ein bisschen Schaden kann man ihm hier noch machen, aber nicht viel. Hä, was ist denn das jetzt? Kritte ihn doch! Was ist denn das? Scheiße! Warum? Ich musste jetzt gerade kurz der Saft, den ich mir vorhin geholt hatte zum Trinken, war ausgeschwappt. Ich brauche ein Päuschen, deswegen machen wir für YouTube eine Verabschiedung. Warum crittet er den da nicht? Ich stehe vor ihm an der Stelle, an der jedes Mal der Crit funktioniert und dann, wenn es wichtig wäre, geht's auf einmal nicht mehr. Viel Erfolg, Dankeschön. Ach, ihr Leute auf YouTube. Haut rein und danke fürs Einschalten.